Jeffrey Dean Morgan spielt den nächsten Großantagonisten des Erfolgsepos The Walking Dead und feiert sein Debüt mit dem Tod eines Charakters. Aber wer ist Jeffrey Dean? Okay. Ja? Ah, jo, was geht, Katsura? Okay. Alte Socke, ja. Mensch, haben wir uns seit Ewigkeiten nicht mehr gesprochen. Was ist so bei dir passiert? Ah, ich habe gesehen, du hast einen YouTube-Kanal. Ja, warum ich eigentlich anrufe, ist, ja, ich habe gesehen, du hast einen YouTube-Kanal und vielleicht einen Podcast aufnehmen, so ganz nebenbei, so ganz unauffällig, dass es niemand mitbekommt. Aber hey, hey, ich will mich hier auf keinen Fall aufzwingen. Ich meine, hallo? 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 Wo ist er hin? Über die Herkunft von Negan ist leider nicht viel bekannt. Viele spekulieren darüber, dass er früher ein Autohändler war oder aber auch Sportlehrer. Mensch, zwei Berufe, die sich verdammt ähnlich sind. Jedenfalls sieht man wieder einmal, wie sehr einen die Apokalypse verändert. Vor einem Jahr reiht man Schüler vor sich auf und lässt diese ordentlich schwitzen und jetzt... I'm Negan. Stellt man ein paar Überlebende der Zombie-Apokalypse Lucille vor und schlägt einen von ihnen zu Tode, nur um Angst und Schrecken zu verbreiten. Und natürlich, um Rache an seinen Freunden zu nehmen, das darf man auf keinen Fall vergessen. Jedenfalls ist Negan zudem noch der Anführer des Saviors und die Saviors inklusive Negan lauern der Gruppe von Rick auf und treiben diese in die Enge. Aus Rache erschlägt er sowohl im Comic als auch in der TV-Serie einen der Gruppe von Rick. Negan wird auch immer mit den Saviors in Verbindung stehen, deswegen müssen wir auch sie erstmal vorgestellt werden. Die Gruppe wurde zunächst als Gang in der Hilltop-Kolonie erschaffen, durch Negan, und die Hilltop-Kolonie haben wir auch schon in der Serie gesehen, und er hat sich dabei nur die stärksten und brutalsten Leute rausgesucht, die auch bereit waren, den stärksten und brutalsten zu folgen. Er verfolgte die Philosophie The Survival of the Fittest, und damit wurde es eine Gang, eine ganze Organisation. Sie wurden immer brutaler, Erpressung, Folter, Vergewaltigung, Mord standen an der Tagesordnung. Den Namen hat die Gruppe durch Negan erhalten, denn er wollte eine neue Weltordnung schaffen. Damit sah er sich selbst als Retter an, also auch der Name, Saviors. Sie haben mit der Hilltop-Kolonie einen Vertrag, dass sie alle Zombies aus der Nähe töten würden, erhalten aber dadurch monatlich bzw. wöchentlich die Hälfte aller Rationen. Und ihre Basis ist in einer alten, verlassenen Fabrik, umgeben von Beißern. Aufgespießt und verstümmelt. Und nur ein einziger schmaler Weg führt zum Haupteingang. Bevor der große Krieg begann, das ist jetzt eine Story-Arc in den Comics, die wahrscheinlich uns auch in der Serie bald erwarten wird, hatte die Gruppe um die 70 Mitglieder. Später wurde die Gruppe von Dwight angeführt, das ist der Typ, der in den Comics Abraham tötete. In der Serie traf es Denise. Sorry, traf. Keine Sorge, Dwight hat die Gruppe angeführt, nicht weil Negan gestorben ist, sondern aus einem anderen Grund. Den verrate ich euch nicht, weil sonst wäre das ein massiver Spoiler für die Comics. Meiner Meinung nach ist Negan ein sehr einfacher Charakter, was das Aussehen angeht. Ihm wurde nur als Markenzeichen ein Baseballschläger in die Hand gedrückt und der ausschlaggebende Punkt ist sein Charakter, seine Art, seine Ausdrucksweise und darüber hinaus den Drang, andere Menschen in die Schranken zu weisen. Robert Kirkman sagte in einem Interview zur 6. Staffel, Negan sei ein Sturm oder noch schlimmer, eine Atombombe, die man auf die Staffel loslässt. Und danach wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. Negan ist einfach der perfekte Psychopath. Er ist von Anfang an verdorben und unmenschlich. Oder es ist die verdrehte Vision von Rick, der in einer Zombie-Apokalypse verrückt wurde. Wobei Negan war ja am Anfang auch schon verrückt. Er ist einfach der perfekte The Walking Dead-Antagonist. Stigma, was kannst du uns empfehlen zum Lesen? Es gibt nur zwei Serien, in denen Negan vorkommt. Einmal die Hauptcomic-Serie und das Spin-off Here's Negan. Also spar uns das Gesülte und komm endlich zum Punkt. Ja, da hast du eigentlich recht, ja. Für mehr Zombie-Action besucht Not Paradise, aber das war's von mir und damit sehen, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Ah, shit, ich hab ja nix.